Hallo zum nächsten Video. Diesmal geht es um stochastische Signale und lineare Systeme und das ist die Aufgabe 9 zu der Vorlesung Signale und System 2. Wir haben in dieser Aufgabe ein Nutzsignal gegeben, das additiv durch mittelwertfreies weißes Rauschen gestört wird und wir haben ein System gegeben mit einem bestimmten Frequenzgang. Vorweg möchte ich einmal beides genauer betrachten. Also wir fangen einmal an mit dem Signal. Das Signal V von t wird zusammengesetzt aus x von t und z von t. X von t ist deterministisch und x von t ist auch in der Aufgabenstellung genau angegeben, ist gleich a von t mal Cosinus von Omega 0 t. Okay, z von t ist weißes Rauschen, somit stochastisch. Und es handelt sich um mittelwertfreies weißes Rauschen und angegeben ist die Varianz Sigma z Quadrat. Der Erwartungswert von diesem Rauschanteil, das ist der Mittelwert und der ist gleich 0. Und die Varianz von z von t ist angegeben, das ist dann Sigma z Quadrat. Okay, wenn wir das jetzt noch einmal aufzeichnen, wie dieses weiße Rauschen aussieht. Wenn wir jetzt hier das Leistungsdichtespektrum zeichnen wollen, dann handelt es sich um eine Konstante bei der Varianz. Also wir haben hier SZZ von J Omega ist gleich Varianz. Und wenn wir das jetzt transformieren, dann erhalten wir hier die Autokorrelation und die sieht folgendermaßen aus. Wenn wir jetzt hier Tau gegeben haben, dann haben wir jetzt einen Dirac-Stoß, der so hoch ist wie die Varianz. Wenn wir das jetzt als Formel aufschreiben, ist das gleich Varianz mal Dirac von Tau. Das ist das, was wir über das Signal wissen. Wenn wir jetzt nochmal auf das System genauer eingehen, dann haben wir den Frequenzgang gegeben. H von J Omega ist gleich 1 durch Alpha plus J Omega, wobei Alpha größer als 0 ist. Wenn wir jetzt den Betrag von diesem Frequenzgang betrachten, dann haben wir hier stehen Wurzel aus H von J Omega mal H konjugiert komplex von J Omega. Das ist gleich die Wurzel aus 1 durch Alpha plus J Omega mal Alpha minus J Omega. Und das ist gleich Wurzel aus 1 durch Alpha Quadrat plus Omega Quadrat. Und wenn wir jetzt noch das Argument betrachten wollen, dann ist es, zunächst haben wir hier eine 0 stehen, weil wir im Zähler nur eine 1 stehen haben. Und dann haben wir Arcostangens von Omega, das ist der Imaginärteil, durch Alpha, das ist der Realteil, sodass wir den Frequenzgang auch schreiben können als Wurzel aus 1 durch Alpha Quadrat plus Omega Quadrat mal e hoch minus j Arcostangens Omega durch Alpha.
Das sind ein paar Überlegungen vorweg, die uns gleich beim Rechnen das Ganze ein bisschen einfacher machen. In Teilaufgabe A ist jetzt nach dem Erwartungswert des gefilterten Signals y von t gefragt. Das heißt, wir wollen berechnen y von t. So, y von t entsteht aus der Faltung von v von t und h von t. Und wenn wir jetzt v von t einsetzen, dann haben wir da stehen Erwartungswert von x von t gefaltet mit h von t plus z von t gefaltet mit h von t. Wenn wir uns das jetzt hier noch einmal genauer angucken, dann haben wir hier einen Signalanteil. Und das hier hinten ist der Rauschanteil. Wenn wir jetzt ausnutzen, dass der Erwartungswert linear ist, können wir aufschreiben: Erwartungswert von x von t gefaltet mit h von t plus Erwartungswert von z von t gefaltet mit h von t. Das bedeutet, wir haben jetzt hier vorne eigentlich stehen, wir benennen das mal um, s von t, also von unserem Signalanteil, und dann hinten den Erwartungswert n von t, also den Rauschanteil. Da s von t deterministisch ist, ist der Erwartungswert gleich s von t plus Erwartungswert von n von t. So, jetzt können wir zunächst den Erwartungswert des Rauschanteils genauer betrachten. Also wir berechnen jetzt im nächsten Schritt den Erwartungswert von n von t. Es ist also der Erwartungswert von z von t gefaltet mit h von t. Das ist also gleich der Erwartungswert Integral minus unendlich bis unendlich z von tau h von t minus tau d tau. Jetzt können wir das Integral auch wieder nach vorne ziehen. Von minus unendlich bis unendlich. Dann haben wir hier stehen den Erwartungswert von z von tau mal h von t minus tau d tau. Ich scroll jetzt noch mal ein bisschen weiter runter. Da, wenn wir uns das dann jetzt noch genauer angucken, dann haben wir diesen Term hier vorne schon in der Vorbetrachtung ausgerechnet oder beschrieben. Das ist nämlich der Mittelwert unseres Rauschanteils und der ist gleich 0. Die Multiplikation mit 0 ist also der Erwartungswert des Rauschterms gleich 0. Jetzt wollen wir noch den Anteil s von t, den deterministischen Anteil, berechnen. Da x von t monofrequent ist, also nur bei Omega 0 im Kosinusterm, also vorhanden ist im Endeffekt, ist eine Lösung ohne Berechnung von x von j Omega oder h von t möglich, was uns das Ganze deutlicher vereinfacht. Möglich. So. Das heißt, wir wollen jetzt ausrechnen s von t und das ist gleich der Realteil von a mal e hoch j Omega 0 t mal h von j Omega 0, also nur an der Frequenz Omega 0. Das erste ist unser Zeitsignal und das zweite ist die Übertragungsfunktion an der Stelle Omega 0. Das können wir weiter aufschreiben. Realteil a e hoch j Omega 0 t. Und jetzt setzen wir das ein, was wir in der Vorbetrachtung für den Frequenzgang ausgerechnet haben. Das lautet 1 durch Wurzel Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat.
e hoch minus j a cos omega 0 durch Alpha. Jetzt können wir schon mal rausziehen, a geteilt durch Wurzel aus Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat, Realteil von e hoch j Omega 0 t minus a Kostangens von Omega 0 durch Alpha. Der Term vorne bleibt bestehen. Der Realteil von diesem Term hier hinten ist der Cosinus von Omega 0 t minus a Kostangens von Omega 0 durch Alpha. So, und jetzt nennen wir das hier vorne, das ist unsere Amplitude, S Dach. Und der Term hier hinten ist eine Phasenverschiebung. Das ist also, nennen wir Phi S. Das heißt, wenn wir das jetzt aufschreiben, erhalten wir S Dach mal Cosinus von Omega 0 t minus der Phase. Das bedeutet also, dass das System mit dem Frequenzgang h von j Omega den Betrag und die Phase von x von t verändert. Wenn wir jetzt noch die Aufgabenstellung zu Ende beantworten wollen, dann sollten wir den Erwartungswert von y von t ausrechnen. Da wir für den Erwartungswert von n von t 0 ausgerechnet haben, bleibt hier s von t stehen. Und der Erwartungswert lautet somit s Dach Cosinus Omega 0 t minus Phi s. Und das ist die Lösung zur Teilaufgabe A. In Teilaufgabe B sollen wir jetzt das SLR am Filterausgang angeben. Noch einmal zur Wiederholung, das SLR ist gleich der Leistung des Nichtsignals geteilt durch die Leistung des Störsignals. Können wir also auch schreiben als PS durch PN. Okay, wenn wir jetzt im ersten Schritt die Nutzsignalleistung bestimmen wollen, verwenden wir dafür die Formel PS ist gleich 1 durch t, Integral von 0 bis t, s Quadrat von t, dt. Also das Integral über das quadrierte Signal, und zwar über eine Periodenlänge. Also PS ist gleich 1 durch t, Integral von 0 bis t. S Dach Quadrat, Cosinus Quadrat von Omega 0 t minus Phi s dt. Wobei t gleich 2 Pi durch Omega 0 ist. Das können wir weiter umformen und erhalten 1 durch t, S Dach Quadrat durch 2 können wir rausziehen. Haben dann stehen das Integral 0 bis t und Cosinus Quadrat können wir umformen zu 1 plus Cosinus von 2 Omega 0 t minus 2 Phi s dt. Dieser Term hier wird zu 0, also das Integral über diesen Term wird zu 0, da wir über zwei Perioden integrieren. Und ein Cosinus über eine gesamte Periode integriert, ergibt 0. So, und wenn wir das jetzt weiterschreiben, S Dach Quadrat durch 2t, dann erhalten wir hier über das Integral t plus 0. Und das wird dann S Dach Quadrat durch 2. Können wir auch schreiben als S Dach durch Wurzel 2 zum Quadrat. Das ist
der quadrierte Effektivwert. So, damit haben wir PS bestimmt. Jetzt wollen wir das Ganze noch für die Störsignalleistung machen. Also, wir berechnen Pn. Das ist gleich der Erwartungswert von n Quadrat von t. Das ist die Autokorrelation an der Stelle tau gleich 0. Wir wissen, dass die Autokorrelation die inverse Fourier-Transformierte des Leistungsdichtespektrums ist. Dann hier weiterhin an der Stelle tau gleich 0. So, wenn wir die inverse Fourier-Transformation durchführen, dann haben wir 1 durch 2 Pi, Integral minus unendlich bis unendlich snn von j Omega e hoch j Omega tau d Omega tau gleich 0. Es bleibt übrig 1 durch 2 Pi, Integral von minus unendlich bis unendlich Leistungsdichte Spektrum, der E-Term fällt weg, d Omega. Wir betrachten also das Integral über die Leistungsdichte. Für die Leistungsdichte können wir jetzt einsetzen Frequenzgang, den Betragsquadrat, das Betragsquadrat davon, SZZ von J Omega d Omega. Jetzt können wir den Frequenzgang da einsetzen und erhalten 1 durch Alpha Quadrat plus Omega Quadrat mal das Leistungsdichtespektrum des Rauschterms ist die Varianz. Jetzt verwenden wir aus dem Bronstein die Formel für 1 durch A Quadrat plus X Quadrat dx wird zu 1 durch a, a Kostangens x durch a. So, das heißt, wir erhalten für dieses Integral Varianz durch 2pi, 1 durch Alpha, a Kostangens von Omega durch Alpha in den Grenzen von minus unendlich bis unendlich. Wenn wir uns jetzt den Arcus Tangens einmal genauer angucken, dann haben wir hier x und hier Arcus Tangens von x. Der verläuft in etwa so, wobei wir dann hier Pi halbe und hier minus Pi halbe haben. Das bedeutet wiederum, dass wir für das Integral 2pi durch Alpha pi halbe minus minus pi halbe erhalten. Das heißt, das pi kürzt sich dann weg, sodass wir für die Störsignalleistung die Varianz geteilt durch 2 Alpha erhalten. Jetzt müssen wir beide Ergebnisse oder Teilergebnisse noch zusammenfassen. Und zwar ergibt sich das SNR aus PS durch PN. Wenn wir da jetzt beides einsetzen, haben wir A Quadrat durch Alpha Quadrat plus Omega Quadrat und das Ganze mal 1/2 geteilt durch Varianz durch 2 Alpha. Ausmultipliziert ergibt das A Quadrat mal Alpha geteilt durch Varianz mal Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat. Und weiter vereinfacht haben wir A Quadrat durch Varianz mal Alpha durch Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat. Jetzt können wir das noch ein bisschen näher beschreiben. Also das ist unser Rauschen. Rauschanteil. Das entsteht durch das Signal und das
aus der Filterung. Und damit ist das die Lösung zur Teilaufgabe B. In Teilaufgabe C ist jetzt nach dem Alpha gefragt, das dafür sorgt, dass das SNR maximal wird. Das bedeutet, wir haben eine Funktion fürs SNR und diese Formel ist abhängig von Alpha. Und wir machen jetzt eine Maximumsbestimmung. Also die Formel für das SNR in Abhängigkeit von Alpha lautet, wie wir in Teilaufgabe B bestimmt haben, a Quadrat durch Sigma z Quadrat Alpha durch Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat. Um jetzt ein Maximum zu bestimmen, leiten wir das nach Alpha ab. Das heißt, dafür nutzen wir die Quotientenregel. Demnach ist U durch V abgeleitet U'V minus UV' geteilt durch V Quadrat. Das bedeutet, wir erhalten dafür A Quadrat durch Z Quadrat Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat minus Alpha mal 2 Alpha geteilt durch Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat nochmal zum Quadrat. Um jetzt ein Maximum zu bestimmen, oder ein Extremum allgemeiner gesagt zu bestimmen, muss diese Gleichung gleich 0 werden. Das bedeutet, wir erhalten Alpha Quadrat plus Omega 0 Quadrat minus 2 Alpha Quadrat ist gleich 0. Also Alpha Quadrat ist gleich Omega 0 Quadrat und Alpha ist gleich eigentlich plus minus Omega 0. Wir nehmen jetzt nur plus Omega 0. Zum einen ist es in der Aufgabenstellung gegeben, dass Alpha größer 0 sein soll und zum anderen hätten wir sonst ein negatives SNR. Und das ist die Lösung zur Teilaufgabe C und dann auch die Lösung der Aufgabe 9.